Die Rednerliste ist erschöpft, die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Somit gelangen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 9. Zuerst kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzesentwurf in 229 der Beilagen. Hierzu liegen ein Zusatzantrag der Abgeordneten Hammer, Muchitsch, Belakovic, Schloacker, Holzinger, Vogtenhuber sowie ein Zusatzantrag der Abgeordneten Holzinger, Vogtenhuber, Kolleginnen und Kollegen vor. Ich werde daher zunächst über die erwähnten Zusatzanträge und schließlich über den Gesetzentwurf abstimmen lassen. Da der Gesetzentwurf Verfassungsbestimmungen beinhaltet, stelle ich zunächst im Sinne des § 82 Absatz 2 Ziffer 1 der Geschäftsordnung die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten fest. Die ist gegeben. Die Abgeordneten Vogtenhuber, Holzinger, Kolleginnen und Kollegen haben einen Zusatzantrag betreffend Einfügung in Ziffer 3a eingebracht. Wer hierfür eintritt, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit, der ist da abgelehnt. Die Abgeordneten Hammer, Muchitsch, Belakovic, Loacker, Holzinger, Vogtenhuber haben einen Zusatzantrag betreffend Einfügung einer Ziffer 4c eingebracht. Wer mit dem einverstanden ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig, daher ist der Antrag angenommen. Nun kommen wir zur Abstimmung in den Gesetzesentwurf samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichts. Und ich bitte jene Damen und Herren, die dafür sind, mit einem Zeichen der Zustimmung sich zu erheben. Das ist ebenfalls einstimmig angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. Auch das ist einstimmig in dritter Lesung angenommen. Nun kommen wir zur Abstimmung über die dem Ausschussbericht 229 der Beilagen angeschlossenen Entschließung betreffend Heimopferrentengesetz. Ich bitte jene Damen und Herren, die dafür eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. Damit ist der Entschließungsantrag auch einstimmig angenommen. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Holzinger-Vogtenhuber, Kolleginnen und Kollegen, der Schaffung einer vierten Vollzeitstelle bei der Rentenkommission der Volksanwaltschaft. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit, da ist er abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zum Tagesordnungspunkt 10. Bericht des Ausschusses für 10. Punkt der heutigen Tagesordnung geht es vor allem um die sogenannte Wiedereingliederungsteilzeit. Es handelt sich dabei um eine Möglichkeit für Arbeitnehmer, die im Jahr 2017 geschaffen worden ist, mit der man, nachdem man längere Zeit arbeitsunfähig war oder krank war, nämlich mindestens 6 Wochen, zum Wiedereinstieg in den Beruf eine Teilzeitregelung treffen kann mit dem Arbeitgeber. Da waren Präzisierungen im Gesetzestext notwendig.